Das nächste Pendel, das ich vorstellen möchte, ist ein sehr exklusives oder eine sehr besondere Form. Es hat hier eine Schale und oben dann ein Isis-Pendel. Man nennt es Mer-Isis, weil das Pendel unten die Form eines sogenannten Merme-Pendels hat. Der Abbé Merme war vor grob 100 Jahren, genau weiß ich es nicht, war er ein sehr berühmter Radiästhet in Frankreich. Er hat mit der Polizei zusammengearbeitet, hat vermisste Personen gesucht. Er war sehr erfolgreich in seiner Pendelarbeit und er hatte ein Merme-Pendel, das er selber entwickelt hat. Und das war eben unten so, eine Schale. Nur ist das Merme-Pendel oben auch geschlossen. Also das heißt, es hat einen Deckel, das kann man dann öffnen und in diesen Deckel dann einen radiästhetischen Zeugen hineinlegen. Also wenn ihr zum Beispiel eine Erzader sucht, das war früher eine sehr häufige Anwendung bei den Bergleuten, dass sie nach Erzadern gesucht haben, also eine Eisenader, eine Kupferader und so weiter, dann hat man ein kleines Stückchen Eisen in das Merme-Pendel hineingelegt und dann vorwiegend auf einer Karte oder auch wirklich im Gelände hat man dann gefragt, ist hier unter dem Boden eine Erzader? Ja oder nein? Ne? Und da ich den radiästhetischen Zeugen dann hier drin habe, war das dann eben ganz klar, wonach suche ich. Man kann auch einen radiästhetischen Zeugen einer Person hineinlegen. Das wäre dann auf einen kleinen Zettel, schreibt ihr den Namen und Geburtsdatum dieser Person hinein, dann rollt ihr den Zettel zusammen und legt ihn hier rein. Und wenn ihr diese Person sucht, könnt ihr eine Landkarte nehmen und dann abfragen, wo ist diese Person. Das ist eine Spezialanwendung, die ich hier auch nicht im Detail erklären möchte, aber im Zusammenhang mit diesem Pendel ist das halt eine Information. Wir setzen das Pendel nicht in dieser Weise ein, weil durch diese breite Schale unten eignet es sich hervorragend, um Energieflüsse zu aktivieren, also Blockaden zu lösen, Energieflüsse, Blutfluss, Lymphfluss zu fördern, Blockaden aufzulösen. Ihr fahrt dann zum Beispiel hier den Armmeridianen entlang, legt die Person auf eine Liege, auf eine Massageliege zum Beispiel, und dann fahrt ihr hier den Meridianen entlang, wenn die Person zum Beispiel Schmerzen im Finger oder Handgelenk oder Ellbogengelenk habt, ne, dann fahrt ihr hier den Meridianen entlang, lasst das Pendel schwingen. Es kann sein, dass es an einem bestimmten Ort anfängt zu kreisen, dann wird eine Blockade gelöst, jetzt lasst ihr es kreisen, so lange wie es nötig ist. Ihr seht, hier kreist es im Uhrzeigersinn, es steigert also den Energiefluss, den Blutfluss oder den Lymphfluss. Dann, wenn die Energie übertragen ist, geht ihr weiter den Meridianen entlang. Das könnt ihr dann auch an den Beinen tun, am Oberkörper, am Rücken, im Kopfbereich könnt ihr den Energiefluss in Bewegung bringen. Das könnt ihr auch auf Hausplänen tun. Legt den Plan auf den Tisch und fahrt dann dem Energiefluss nach, dem Flur entlang, dann abzweigend in jedes Zimmer, ne, könnt ihr so den Energiefluss aktivieren, den Energiefluss steigern, Blockaden auflösen. Wenn die Person nicht anwesend ist, dann könnt ihr ganz einfach die Zeichnung, eine Silhouette der Person, also eines Menschen nehmen, x-beliebige Silhouette, dann schreibt ihr unten, schreibt ihr den Namen, das Geburtsdatum der Person, die ihr behandeln möchtet, auf einen Zettel und legt diesen Zettel auf das Blatt mit der Silhouette drauf. Dann wisst ihr, dass ihr jetzt den Peter Muster, geboren am 01.01.
2001, ne, dass ihr jetzt diese Person behandelt. Ne, dann könnt ihr auch eben Teleradiästhesie verwenden, dann muss die Person nicht anwesend sein. Ne. Ein sehr interessantes Pendel. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier Heilsubstanzen hineinlegen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ich möchte eine Bachblüte einschwingen, dann könnt ihr ein etwas saugfähiges Stück Papier nehmen, irgendeine Art Vlies, dann tropft ihr 2-3 Tropfen der Bachblütenessenz auf dieses Vlies, wartet einen kurzen Moment, bis es nicht mehr tropfnass ist, und dann legt ihr dieses Vlies da hinein und könnt dann so eine Bachblüte einschwingen. Theoretisch wäre es auch möglich, Kristalle, wobei, wenn das Pendel dann stark schwingt, fällt der Kristall wahrscheinlich raus. Ne? Dann müsstet ihr darauf achten, dass das Pendel nur sanfte Ausschläge beschreibt. Also viele Anwendungen. Ihr findet weitere Informationen auf der Homepage infis.com, die ich euch unten verlinke. Das nächste Pendel, das ist auch ein ganz außergewöhnliches Pendel, das Seelenpendel. Das gibt es nur in einer vergoldeten Ausführung. Da seht ihr den Unterschied, wenn ein Pendel vergoldet ist oder wenn ein Pendel in einer Messingausführung vorliegt. Ihr seht es gleich, ne? Die Messingausführung wird einfach mit der Zeit stumpf. Sie kann auch ein bisschen korrodieren und macht dann ein paar Flecken. Aber ehrlich gesagt, mich stört das überhaupt nicht. Das ist einfach ein Zeichen des Gebrauchs. Es gibt Anleitungen im Internet, wie Messingpendel wieder gereinigt werden können und dann wieder glänzen. Das erachte ich als komplett überflüssig. Ein Messingpendel muss nicht glänzen, damit es eine Wirkung zeigt. Aber hier in diesem Fall ist es natürlich schon eine Besonderheit. Es ist eben ein vergoldetes Pendel, es ist ein sehr qualitativ hochstehendes Pendel. Und man nennt es Seelenpendel. Man kann es vor allem benutzen, um emotionale Belastungen zu klären. Wenn also jemand zum Beispiel tief verankerte Gefühle, alten Groll in sich hat, ne? Eine Wut auf eine Person und das Ereignis liegt Jahre, vielleicht Jahrzehnte zurück, ne? So ein ganz alter, tief sitzender Groll, der vielleicht sogar bis in die Kindheit zurückverfolgt werden kann, dann ist das Seelenpendel das absolute Pendel der Wahl. Ne? Also Peter Muster lässt diesen alten Groll jetzt los. Peter Muster lässt diesen alten Groll jetzt los. Ihr übertragt diese Schwingung, ihr lasst das Pendel schwingen, hier in diesem Fall jetzt im Gegenuhrzeigersinn, und dann merkt ihr, sobald der Impuls nachlässt, ist die Schwingung übertragen. Also das ist auch ein Pendel, das tief eingreift, das in die tiefen Energie- und Seelenschichten von Menschen und Gebäuden hineingeht. Es heißt deswegen Seelenpendel, weil es auch sehr geeignet ist, um verloren gegangene Seelenanteile zurückzuführen. Das heißt also, ich lade jetzt alle abgespaltenen und verloren gegangenen Seelenanteile ein, zu mir zurückzukehren, in Liebe, in Harmonie und auf eine gute Art und Weise, so dass ich diese verlorenen Seelenanteile gut in meine Seele integrieren kann. Das wäre zum Beispiel ein Auftrag für dieses Pendel. Es ist schwer, ich habe schon lange, also über längere Zeit damit gearbeitet, und dann beginnt halt manchmal das Handgelenk ein bisschen zu schmerzen. Man merkt dann, ja, okay, jetzt habe ich lange damit gearbeitet. Also bei mir irgendwann muss ich dann entweder die Hand wechseln, was ich nicht so gerne mache, weil ich einfach doch ein sehr ausgeprägter Rechtshänder bin und links gelingt es mir nicht so gut. Das ist keine harmonische Arbeit für mich, aber ich muss dann wieder schauen, mich zu entspannen und vielleicht eine Pause zu machen, das Handgelenk auszuschütteln. Also es ist schwer,
Also ein richtig großes Pendel, ihr seht hier, ne, im Vergleich zur Hand, ist also größer als meine Handfläche. Dadurch hat es auch Gewicht, aber das ist ein wunderbares Pendel. Es hat eine unglaublich hohe Schwingung und geht auch sehr tief in gewissen Anwendungen zum Heilen auf Seelenebene, emotionaler Ebene. Fast unverzichtbar irgendwann, wenn ihr euch professionalisiert und ein bisschen häufiger Pendelarbeit verrichtet, vielleicht im Feng Shui einsetzt oder auch Pendelheilung an Menschen, Space Clearing, Aura Clearing, ne? Wenn also diese Arbeit umfangreicher wird, dann würde ich euch unbedingt dieses Pendel ans Herz legen als eine sinnvolle Investition. Dann gibt es noch ein großes Isis-Osiris-Pendel, das entspricht in der Wirkung exakt dem Isis-Osiris-Pendel aus Messing. Ne? Das kennt ihr schon aus dem Imphis-Pendelset. Das ist nicht das Richtige. Entschuldigung, das hier meine ich. Das ist das Isis-Osiris-Pendel. 8 Isis-Scheiben, 2 Osiris-Halbschalen. Hier weiß ich gar nicht, ob es dieselbe Anzahl ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne? Hier sind es 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Isis-Platten und 2 Osiris-Schalen. Also ein bisschen andere Verteilung wie beim Messingpendel, aber eine geringe, ist ein geringer Unterschied. Also die Wirkung ist praktisch dieselbe. Man kann es kaum unterscheiden. Ja, das ist einfach eine Alternative, wenn ihr mit diesem Pendel lieber arbeiten wollt. Ich kenne Leute, die eben gerne große Pendel haben, die lieber mit diesen arbeiten. Das ist auch kein Problem. Das Pendel ist trotz seiner unglaublichen Größe, ist es doch leicht. Man kann lange damit arbeiten, es schwingt leicht. Und das ist einfach eine Geschmackssache, ob man das möchte. Es wäre möglich, hier noch einen radiästhetischen Zeugen hineinzugeben, aber das mache ich eigentlich nie. Die Kammer ist recht klein, aber bei Pendel gibt es Aufsätze für dieses Pendel, die dann mit Kräutern oder anderen Schwingungen gefüllt sind und dann kann man die da drauf setzen. Das ist auch eine schöne Anwendung, die durchaus eine Möglichkeit darstellt. Also der Unterschied ist nicht groß, es ist ein weiß schwingendes Pendel und kann zu jeder Heilarbeit verwendet werden. Und von daher ist es eher Geschmackssache, möchte ich mit einem großen Pendel arbeiten oder mit einem kleinen Pendel. Vielleicht noch ein Tipp aus der Praxis. Wenn ihr den Ellbogen auf dem Tisch aufstützt, das seht ihr jetzt nicht gut mit der Kamera, und das Pendel anfängt stark zu schwingen, seht ihr, was passiert? Also dann schlägt das Pendel an meinen Unterarm. Und ab und zu, ich habe manchmal sanfte Schwingungen, dann geht das völlig problemlos, dann liegt mein Ellbogen auf dem Tisch. Und die Schwingung ist völlig problemlos übertragbar. Aber plötzlich kann es sein, dass die Energie intensiver wird, sich das Pendel beginnt aufzuschwingen und dann bin ich hier. Ne? Das heißt, ich bin praktisch auf einem horizontalen Kreis und dann muss ich den Ellbogen anheben. Sonst geht das nicht. Ne? Dann halte ich den gesamten Arm in der Luft. Und das ist recht anstrengend. Also wenn ihr länger pendelt, dann sind so große Pendel dann vielleicht etwas unangenehm, weil die Pendel dann eben an den Unterarm anschlagen und dann die Schwingung natürlich unterbrochen wird, was nicht sein soll. Da ist dann ein kleines Pendel tatsächlich einfacher. Hier kann ich den Ellbogen ganz locker auf den Tisch abstützen und auch wenn das Pendel anfängt, starke Schwingungen aufzuweisen, dann ist das völlig problemlos, weil es eben nicht
an den Unterarm anschlägt. Also das noch ein kleiner Tipp aus der Praxis. Sollte ein Pendel anschlagen hier, dann einfach den Arm heben, dann könnt ihr dann beliebig damit arbeiten. Aber manchmal ist es unabdingbar, zum Beispiel beim Universalpendel der 22 Engel. Da habt ihr, wenn ihr auf der körperlichen Ebene arbeitet, eine sehr lange Schnur, das geht nicht, dann könnt ihr den Ellbogen nicht abstützen, dann müsst ihr sowieso in der Luft pendeln. Also es lässt sich nicht immer vermeiden und wenn es euch auch nicht stört, dann könnt ihr natürlich ohne weiteres auch dieses Pendel verwenden.